Luke und Fabian sind diejenigen, die heute hauptsächlich durch das Thema führen. Und da gebe ich gern gleich mal an euch drei auch ab. Und dann kann schon losgehen mit dem Impuls. Ah, sehr schön. Ja, nochmal guten Morgen in die Runde. Legen wir gleich los. Wir haben ja eine halbe Stunde, würden mal einen kleinen Impuls geben auf Basis oder fortsetzen zu dem, was wir gestern erzählt haben, wie wir hier aufgestellt sind in Bezug auf die Rolle der Führungskräfte beim Lernen. Gehen da wieder übers Concept Board. Sollen wir das nochmal teilen? Ich kann es machen, Dass Toke, uns ja. alle folgen. Ralf, schickst du nochmal rein? Super. Dann treffen wir uns gleich alle wieder auf dem Concept Board für die Inhalte. Und haben dann ein paar Fragen abgeleitet, die wir gerne mit euch diskutieren würden, beziehungsweise gleich mal loslegen mit diskutieren. Und dann über den Tag oder die ganze Woche könnt ihr da gerne noch weiter Kommentare hinterlassen, damit wir da auch in guten Erfahrungsaustausch kommen. Ihr wart wahrscheinlich gestern alle dabei, oder? Die jetzt hier in der Runde sind. Ich sehe alle nicken. Ist ja noch eine Größe, wo man die meisten im Blick hat. Na, wobei mittlerweile jetzt sind es 30, sind auch nochmal auch nicht mehr geworden. Ja, genau. Dann nochmal willkommen an die, die gerade noch dazugekommen sind. Genau, und steigen wir mal ein. Thema ist ja die Rolle von Führungskräften im Kontext von Lernen. Und da hatten wir gestern ja schon gesagt, wir haben vor 3 Jahren das Führungsbild entwickelt, wo Lernen eine große Rolle drin spielt. Und wir haben das so unterteilt in eigentlich diese zwei Rollen von Führungskräften bei uns, nämlich einmal die Führungskraft als Lernbegleitung, wo wir schon sehr lange dran sind. Da haben wir dieses Thema Personalentwicklung als Führungsaufgabe schon viele Jahre im Unternehmen. Und das ist tatsächlich so, dass wir da ganz viel dafür getan haben, dass die Führungskräfte in diese Rolle gehen. Das ist Part von allen Qualifizierungen, das ist schon ziemlich gut etabliert. Und da geht es jetzt natürlich darum, das aufs nächste Level zu bringen im Sinne von deutlich mehr Eigenverantwortung und dem ständigen Lernen im Alltag eigenverantwortlich. Und wir haben die zweite Seite, das ist ja das, wo sozusagen die Führungskräfte für die Mitarbeitenden zuständig sind. Die andere Seite ist natürlich die Führungskraft selbst als lernende Person. Da sind die Führungskräfte genauso Mitarbeitende und da geht es erstmal darum, auf sich zu gucken. Und da haben wir einen ganz großen Schwerpunkt darauf, auch im Führungsbild, dieses Thema Haltung verbindet. Also, dass es letztendlich erstmal um die Haltung geht, die dahinter steht. Und wir legen ganz viel Wert auf Selbstreflexion. Also, dass eigentlich bei allen Verfahren, die wir tun, Selbstreflexion Thema ist. Wir gucken in der Auswahl explizit nach Selbstreflexion. Was tut jemand, um sich selbst zu reflektieren, um sich Feedback einzuholen und daraus zu lernen? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium natürlich, um Potenziale zu identifizieren. Und das ist immer der Einstieg in alle programmatischen Maßnahmen. Also, wenn es in irgendein Führungskräfteprogramm gibt, da wird Fabi euch gleich unser neuestes vorstellen, dann startet das natürlich immer mit dem Blick auf sich. Und so vermitteln wir eigentlich auch das Thema den Führungskräften. Guckt erst auf euch, dann guckt mal, wie ihr selber lernt als Führungskräfte. Und dann kommt der Blick auf die Mitarbeitenden. Wie kann man eine Kultur des Lernens für alle schaffen? Genau. Wenn wir da mal reingehen, also fangen wir mal an mit dem Thema Führungskraft als Lernbegleitung. Das ist jetzt sozusagen so ein Puzzlestück des Führungsbildes. Ich fördere die Entwicklung der Mitarbeitenden. Ah, Ralf, gehst du näher ran? Sehr schön. Und da seht ihr die Punkte, die wir da definiert haben, aus dem Prozess zum Führungsbild. Und das ist letztendlich das, was die Erwartung an alle Führungskräfte ist. Also die Eigenverantwortung zu fördern, Freiräume zu schaffen, regelmäßig zeitnah positive sowie kritische Rückmeldung zu geben. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir auch eine Initiative zum Thema Feedback, in der wir uns sehr intensiv über 1,5 Jahre mit Feedback auseinandergesetzt haben. Und zwar nicht im Sinne von Instrumenten wie 360-Grad-Feedback, sondern wirklich die Haltung zu bearbeiten und alle aufgefordert in den Einheiten zu überlegen, wie gehen wir denn mit Feedback um und dann die entsprechenden Kompetenzen auch aufzubauen. Das ist natürlich eine ganz wichtige Basis, das offene Feedback im Alltag. So, dann Lernentwicklungsziele definieren. Ist klar, Mitarbeitende ermutigen, Verantwortung zu übernehmen. Gestern hatte jemand gesagt, es geht ja darum, Herausforderungen zu schaffen. Also nicht nur irgendwie zu sagen, wir wollen jetzt, dass ihr lernt, sondern im Alltag natürlich die Herausforderungen schaffen oder sie ergeben sich auch von selbst und dann deutlich zu machen, Lernen ist was, was jeden Tag stattfindet. Und Ralf hatte gestern berichtet von der Lernzeit, was auch ein gutes Instrument ist, um sozusagen den Freiraum erstmal zu schaffen. Und das Ziel ist dann natürlich dahin zu kommen, dass Lernen sozusagen institutionalisiert im Alltag stattfindet. Und das ist natürlich auch die Aufgabe der Führungskräfte, dafür zu sorgen und selbstorganisiertes Lernen.
hat auch einen viel größeren Stellenwert. Das sind alles keine neuen Punkte, aber wichtig ist schon mal, dass die wirklich im Führungsbild sind und dass das klare Anforderungen sind an die Führungskräfte, das zu unterstützen. Und das ist schon auch ein Kulturwandel bei uns. Genau, das erstmal so zum Führungsbild. Kommentare. Gucke ich nochmal rein, das war aber, glaube ich, eher eine Anmerkung. New Work needs inner work, genau, zum Haltungsthema. Leading myself. Ja, genau, das ist alles, was so dahinter steht, zum Thema Haltung, Selbstreflexion. Gibt es denn erstmal auch noch Fragen von euch? Norman. Ja, Norman. Ja, die Frage kam eigentlich gestern schon. Hallo, erstmal in die Runde. Die Frage kam eigentlich gestern schon, das Thema Selbstdisziplin, Selbstmotivation. Ne, ist natürlich immer schön, wenn jemand voll motiviert reingeht, genau diese Punkte der inneren Arbeit, der Selbstreflexion aufgreift und auch schon soweit ist. Aber dieses Thema Selbstdisziplin, wie motiviere ich bei viel Arbeit mich auch immer wieder, dann eben doch zu sagen, ne, Arbeit und Lernen ist schon, das gehört zusammen. Das war gestern ja schon angerissen worden. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich glaube, also Fabi wird gleich nochmal drauf kommen, wenn wir auf Relead, okay, auf Führungskräfteentwicklung gehen. Aber so erste Antwort ist, dass wir schon das für nötig halten, dass man erstmal einen Rahmen schafft. Also mit unserem Programm sagen wir schaffen wirklich einen Rahmen. Bei diesem Programm ist es so, dass es verbindlich für alle Führungskräfte ist. Also man sucht sich das auch nicht aus, ob man teilnimmt, sondern nur den Zeitpunkt. Das heißt, da gibt es schon eine feste Struktur, eine klare Erwartung. Und innerhalb des Formats haben wir dann ganz viel Selbstorganisation. Aber ich glaube, so ein Teil ist, dass wir denken, mit nur selbst organisiert und Angebote machen, das reicht noch nicht, sondern es braucht einfach einen klugen Mix aus verbindlichen Strukturen oder sowas wie eine Lernzeit, das ist ja auch eine verbindliche Struktur und dann innerhalb der Eigenverantwortung. Aber das nochmal so als ersten Impuls, Fabi, da kannst du, glaube ich, nachher bei Relead nochmal tiefer drauf eingehen. Ne? Vielen Dank. Ja, so, dann kommen wir noch, ja? Vielleicht noch ganz kurz das Thema Führungskraft als Lerngeist, ist ja auch ein Weg, der dahin führt, genau an diese Verbindlichkeit. Wenn Fabi durch ist, kann ich da vielleicht noch 2, 3 Sätze dazu sagen, eventuell. Oder ich würde sagen, da bleiben wir mal erstmal, wir sind ja genau hier bei Führungskraft als, genau, Lernbegleitung. Genau. Jan, dann sag du doch noch mal ein paar Sätze hier zu dem Thema PE als Führungsaufgabe, was bei uns ja ein wichtiges Thema ist, und dann sind wir auch schon bei Lernguide. Ja? Genau. Da ist noch eine Meldung von Christine. Ich sehe den Nachnamen nicht. Ja, genau. Also ich hatte noch eine Frage, und zwar, du hattest angesprochen Lern- und Entwicklungsziele, und mich interessiert, also weil ihr sagt ja auch, ne, es kommt auf den Rahmen an, also wie ist da der Prozess bei euch, also im Rahmen von Zielsetzung, Leistungsbeurteilung, kannst du dazu noch Kurzes sagen? Ja, da haben wir ziemlich klassisch Kompassgespräche, heißen die bei uns, also jährliche Mitarbeitendengespräche, die einen kleinen Teil Leistungsbeurteilung haben, einen größeren Teil Gespräch über Kompetenzen im Sinne von Feedback und dann auch Lern- und Entwicklungsziele. Und das macht ihr klassisch einmal im Jahr? Ist das ein kontinuierlicher Prozess oder wie ist das aufgebaut? Genau, das ist verbindlich einmal im Jahr und natürlich empfehlen wir sehr, Zwischengespräche zu führen, also das ganze Jahr über darüber im Dialog zu sein, sodass dann einmal im Jahr das sozusagen so die Zusammenfassung ist. Okay, danke. Und das eben auch mit Führungskräften, und da ist das Führungsbild dann der Hintergrund, wonach dann Feedback gegeben wird und beurteilt wird. Und das ist letztendlich auch so der Hebel, das einzuhalten bei den Führungskräften, dass da wirklich regelmäßig drauf geguckt wird, dass auch entsprechend des Führungsbildes geführt wird. Ja, soweit? Okay, Janne, dann nochmal kleiner, ja, Blick auf PE als Führungsaufgabe. Genau. Personalentwicklung ist bei uns eben in der Kultur ein bisschen als Führungsaufgabe verankert. Das heißt, die Führungskräfte sind auch viel dafür verantwortlich, dass die Mitarbeitenden weiterentwickelt werden, und eben auch, dazu gehört auch dieses Lernen, der Lernaspekt. Da haben wir hier so eine kleine Zusammensetzung, wer für das Lernen verantwortlich ist. Also einerseits haben wir hier natürlich die Personalentwicklung, die irgendwie das steuert und auch übergreifende Angebote macht, aber eben auch irgendwie die Führungskräfte für ihre Mitarbeitenden und auch die nächsthöhere Führungskraft für den Verantwortungsbereich, dass dann eine Kultur der Personalentwicklung irgendwie auch etabliert wird,
für die Führungskräfte. Und ganz wichtig ist uns aber auch, dass die Mitarbeitenden selber da die größte Verantwortung tragen. Und das ist bei uns insgesamt ein Thema, die Eigenverantwortung zu stärken, sowohl bei den Mitarbeitenden als auch bei den Führungskräften als lernende Personen. Genau, und die Führungskräfte dabei zu unterstützen, die Mitarbeitenden ein bisschen in die Eigenverantwortung zu bringen. Dafür gibt es dieses, das ist ein Programm, die Führungskraft als Lernguide, zu dem Ralf noch mal ein bisschen was erzählen kann. Genau, das Thema dabei war natürlich, wie kann ich auch Führungskräfte befähigen, sich in diese Rolle hineinzubegeben, Lernen zu begleiten, einen Rahmen zu schaffen, so wie es hier auch gerade auf dieser Folie steht, also sich dieser Aufgabe bewusst zu werden und das zu verinnerlichen. Und dazu haben wir eine bei uns heißt Lernreise oder Lernerjourney im Endeffekt entwickelt, die über 6 Monate geht und die mehrmodulig ist. Ja, so, und da fangen wir im ersten Modul quasi an beim Ich, also die Führungskraft als lernende Person selbst. Das ist ein Modul von 3 Stunden, wo es darum geht, unsere Lernkultur zu verstehen, die Feedback-Kultur, von der auch Toko schon gesprochen hat, ja, und das eigene Thema zum Lernen auch nochmal so ein bisschen zu reflektieren, ja, und auf den Prüfstand zu stellen. Und dabei auch konkrete Themen zu sehen, okay, wo stehe ich als Führungskraft, wo habe ich Lernbedarf, wie setze ich den um, wie bin ich vielleicht auch Vorbild. Und das Ganze geht dann relativ schnell dann auch in eine Selbstlernphase über mit dem kreativen Austausch. Das heißt, von Anfang an bilden wir in diesen Gruppen immer Lerntandems, die sich über die ganze Zeit dieser Lernreise begleiten. Und haben jeweils immer zwischen den einzelnen Modulen, also zwischen Modul 1 und Modul 2, auch immer wieder Aufgaben, die zu entwickeln sind und an denen dann am nächsten Modul weitergearbeitet wird. Modul 2, um so ein bisschen Einblick zu geben, geht es um das Wir. Das heißt, wie sieht meine Rolle als Lernbegleiterin aus? Ja, so, da kommt ein bisschen was aus der Psychologie, Impulse, da kommt so eine Abgrenzung, eine interne Abgrenzung, weil jeder Führungskraft, der hat noch seinen Teamkoordinator mit dabei, der fachlich unterstützt und da gibt es dann unterschiedliche Aufgaben. Ja, und dass man so ein bisschen ein realistisches Bild entwickelt, wie das aussieht, wie die Rahmenbedingungen aussehen können. Wir schauen ein bisschen auf Erfolgsgeschichten von außen, Best Practice entwickeln wir und Erwartungshaltungen im Team klären. Und das dritte Modul ist dann das Du. Das heißt, wie kann ich Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden erkennen und wie motiviere ich sie? Also wie kann ich da auch noch für Motivation sorgen? Ja, so. Da geht es ganz viel auch wieder um Reflexion und Input zum Thema Eigenverantwortung der Mitarbeitenden stärken. Genau das, was Jana auch beispielsweise gezeigt hat in diesem einen Zahnrad. Ja, so wie können wir Mitarbeitende da stärken, auch ihre Eigenverantwortung wahrzuwerden. Und ja, und welcher Mitarbeitenden-Typ braucht welche Ansprache? Das heißt, wie habe ich in meinem Team, die sind bei uns relativ groß, mit bis zu 24 Mitarbeitenden, wie kann ich da dir auch gute Ansprache machen? Das geht auch wieder in eigene Haltung, das geht auch wieder in Richtung Vorbild sein. Ja, so. Und dann gibt es noch sozusagen 2 Reflexionsmodule. Wo wir gucken, das ist ein längerer Zeitraum, wo man guckt, was gelingt gut, entwickelt sich die Lernkurve. Wo erlebe ich einen Unterschied jetzt auch bei mir im Team? Ja, so. Und was braucht es für weitere Themen? Und danach gibt es nochmal Lernkultur weiterführen. Das heißt, nennen wir das nochmal eine Art Rückblick, aber zu gucken, dass wir das Thema, das bei uns immer hochkommt, ist, wir brauchen kollegiale Beratung auch als Führungskräfte. Und wir möchten, dass die Gruppen autark werden. Das heißt, dass die sich selbst beraten. Sie auch machen die Erfahrung jeden Tag und können sich da austauschen. Und da machen wir von Anfang an auch diese Tandems, damit der Austausch und die Vernetzung übergreifend auch über die Geschäftsbereiche, über die vielen, die wir haben, einfach vonstatten geht. Ja, so, das ist so mal ganz kurz diese Lernreise, die wir seit 2 Jahren mit viel Erfolg im Unternehmen durchführen. Gibt es dazu Fragen? Dann würde ich sagen, können wir rüberwechseln, oder Toke? Oder zu Fabian? Ja, gern.
Ich glaube, die Zeit ist ja sowieso schon knapp. Hier kommen so viele spannende Fragen. Ich habe schon mal gesagt, hier das Thema Kompass, Jahresgespräche gerne mal im Nachgang besprechen. Weil das hier, glaube ich, nicht unterbringen, aber das ist natürlich spannend. Darf ich ganz kurz nachfragen, wie viel sind denn schon durch diese Lernreise durchgegangen? Ihr habt gesagt, ihr habt 800 Führungskräfte. Also wir haben einen Piloten gemacht mit einem Geschäftsbereich mit über 120 Führungskräften. Da sind alle mittlerweile durch. Und wir liegen jetzt bei, wahrscheinlich, weil sie es sobald als offenes Thema angegangen haben, wir liegen jetzt, zwischen ein Drittel der Führungskräfte sind durch, weil, und das kommt ja auch, was jetzt Fabian noch vorstellt, parallel dazu noch solche Dinge laufen wie Lead, wo auch alle Führungskräfte ja durchgehen sollen. Das ist ein bisschen schon das Vorausschicken. Das ist freiwillig. Lead, das ist nochmal so ein bisschen mehr verbindlicher, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe. Aber das sagt bestimmt Fabian jetzt mehr dazu. Ja. Und vom Zeitaufwand, da hätte ich auch noch Interesse. Also genau. Wie viel Zeitaufwand ist das? Die Module sind immer dreistündig als Webinar, als digital. Und der Zeitaufwand im Moment, wir haben immer so 6 bis 8 Wochen und Zeitraum zwischen den einzelnen Modulen. Und wir haben das mal wirklich so ein bisschen gesagt, okay, uns reicht, wenn ihr vielleicht eine Lernzeit von einer Stunde pro Woche nutzen könnt. Das heißt 6 bis 8 Stunden. Über die Zeit verteilt und das könnt ihr frei sich einteilen und sollen sich verabreden. Darum auch die Tandems, damit eine mehr Verbindlichkeit drin ist. Danke. Gerne. Okay, wenn nichts mehr an Fragen direkt ist, dann würde ich sagen, springen wir mal auf die andere Seite. Haben wir schon länger angetriggert, also Führungskraft als lernende Person. Und da würden wir euch gerne mal vorstellen, anhand unseres aktuellen Formats We Lead für alle Führungskräfte, wie wir das da umsetzen. Und dann kommen wir auch gleich zu den Herausforderungen, vor allem hier das Thema Widerstände zum Thema mehr Eigenverantwortung. Das ist da bei uns eins der Hauptthemen. Deshalb, Fabi, gib uns doch gerne mal einen Einblick, wie wir We Lead aufgebaut haben. Jo, genau. Also wie ja auch schon gesagt wurde, in unserem Führungsbild sind Themen wie Selbstreflexion und Lernen fest verankert. Also und das Ergebnis daraus, wie wir das für die Führungskräfte umsetzen, das findet im Qualifizierungsformat Lead statt. Ihr habt ja schon mitgekriegt, dass wir über 800 Führungskräfte bei uns haben. Und dieses Format grenzt sich von den anderen Formaten auch davon ab, dass es halt hierarchieübergreifend ist und nicht zielgruppenspezifisch, also sich nicht zum Beispiel nur an Teamleitung richtet. Genau. Und unsere Zielgruppe sind daher erfahrene Führungskräfte, bei denen die letzten Entwicklungsprogramme mehrere Jahre schon zurückliegen. Reflexion und Auseinandersetzung mit eigenen Stärken und Lernfeldern steht im Kern dieses Programms. Und das Programm soll quasi den Rahmen und die Struktur für eigenverantwortliches Lernen bieten. Genau, das Programm folgt selbst dabei keinem modularen Aufbau. Es gibt Bausteine, die ihr hier seht. Da gibt es einmal verbindliche Maßnahmen auf der einen Seite und optionale Maßnahmen auf der anderen Seite. Alle Angebote, die ihr jetzt gerade in den ersten beiden Zeilen von den kleinen Bullets seht, das sind die verbindlichen Maßnahmen und die optionalen Angebote sind unten. Da sage ich aber gleich noch was dazu. Genau, wir starten dabei erstmal mit einem Kickoff. Der halt nennt sich bei uns We Start. Da geht es erstmal so darum, dass wir erklären, was auf die Leute so zukommt, zeigen Übersicht über das gesamte Programm und auch die Leute lernen sich schon mal kennen in ihren ersten kleinen Gruppen. Die heißen bei uns Leadership Labs, diese Kleingruppen. Das sind feste Gruppen, die im Idealfall stabil bleiben über den gesamten Programmverlauf. Und es sind so circa 14 Leute. Und was da jetzt genau inhaltlich passiert, sage ich gleich. Ich gehe chronologisch erstmal vor. Nach dem Kickoff-Termin bis zum ersten Leadership Lab gibt es eine Phase, die heißt bei uns WeFeedback. Da geht es darum, sich Feedback aus unterschiedlichen Quellen einzuholen, auch von der eigenen Führungskraft, aber auch von verschiedenen KundInnen zum Beispiel. Es geht so in Richtung von 360-Grad-Feedback. Und dann ist es im ersten Leadership Lab, setzt man sich auseinander mit dem gesammelten Feedback aus dieser Phase und setzt sich dann auch mit den eigenen Stärken und Lernfeldern auseinander und plant, wie die Reise bei We Lead im Detail dann weitergeht. Genau diese anderen Labs, Lab 2 und Lab 3, dienen basically dazu, dass man immer eine Standortbestimmung hat, wo stehe ich gerade und wie soll die weitere Reise dann aussehen. Genau. Und da gibt es noch verbindliche Maßnahmen in Großgruppenformaten. Die seht ihr oben. Das sind dieses We Create. Das sind Workshops zu Leadership-Themen wie so Trending Topics wie Diversity oder auch Rekrutierung. Da starten wir jetzt auch demnächst mit einem Format, also mit einem Thema, das Change the Change heißt das bei uns. Und auch mit der kollegialen Beratung. Und das alles in Summe
sind dann die verbindlichen Anteile von WeLead. Und optionale Angebote gibt es im Rahmen dessen auch, wie zum Beispiel ein Development Center, wo sich die Leute intensiver mit sich auseinandersetzen können zum Thema Feedback. Gibt aber auch virtuelle Impulse zu verschiedenen Themen, aber natürlich auch individuelle Maßnahmen, wenn man irgendwie spezielle Themen hat. Genau, da gibt es zum Beispiel Mentoring oder so. Genau, das als kleiner Überblick so über unser Programm. Genau. Dann würde ich da jetzt erstmal auch wieder an Poker übergeben, unsere Learnings so zum Thema Eigenverantwortung der Teilnehmenden. Jetzt nochmal eine Frage, wie die Reise bei WeLead weitergeht, bezogen auf den zeitlichen Aspekt, oder gibt es auch inhaltliche Abweichungen? Claudia, magst du dann nochmal einen Satz zu sagen? Moment, ich muss kurz. Ja, ihr hattet, wie die Reise weitergeht. Entschuldigung, hört ihr mich? Ja. 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 Ihr hattet gerade gesagt, da gibt es inhaltliche oder gibt es Abstimmungen, wie die Reise für die Führungskräfte bei WeLead weitergeht. Und ich wollte jetzt fragen, ob es, abgesehen jetzt von diesen optionalen Möglichkeiten, von denen ihr vorhin schon gesprochen habt, auch bei diesem, ich sag mal, Pflichtteil auch Abweichungen gibt, bezogen auf die vielleicht auch hierarchische Rolle oder so, dass da Unterschiede gemacht werden in der inhaltlichen Lernreise bei den Führungskräften. Also ich würde sagen, dass die Lernreise für jede Person super individuell ist. In diesen Labs Okay. Kommt dann halt immer raus, welche Lernfelder ich zum Beispiel habe. Und dann haben wir einen großen Pool an Maßnahmen, die wir unternehmensweit haben, aus denen wir dann sich dann welche rauspicken kann, die zu diesen Lernfeldern passt. Da haben wir auch eine Übersicht zusammengestellt, an denen sich die Führungskräfte da langhangeln können. Das sind dann Angebote, die sich speziell dann an Führungskräfte richten Okay. Oder dem Thema Führung zu tun haben. Super, dankeschön. Genau, aber eigentlich keine Unterschiede hierarchieübergreifend. Also da machen wir die Angebote wirklich so, dass der Hierarchiemix berücksichtigt ist. Früher haben wir das auch mal gemacht, zum Beispiel, was weiß ich, wenn man sich mit dem Thema Macht auseinandersetzt, kann man sagen, das ist was Unterschiedliches, ob ich auf der unteren oder auf der oberen Führungsebene bin. Bei dem Format sagen wir jetzt, nee, diskutiert das doch innerhalb des Formats, dass wir wirklich das bewusst nutzen. Also da sind wir auch einen Schritt weiter und das klappt ganz gut. Also wir haben inklusive in der ersten Runde war eine Vorständin mit dabei. Und die gehen dann eben tatsächlich in kollegiale Beratung. Und das ist dann natürlich schon ein Thema, wo sie aber selbst dann auch gesagt hat, Leute, wir haben hier im Führungsbild Augenhöhe, ich möchte das auch so praktizieren. Und trotzdem ist es für viele natürlich schon nochmal was anderes, wenn man mit dem Vorstand in der ersten Runde sitzt und dann über persönliche Themen redet. Aber das Schöne ist eben, durchs Doing klappt das. Also wir haben eben auch VertreterInnen im Top-Management, die dann sozusagen mit Vorbild da vorangehen und sagen, ich gehe da einfach rein und ich möchte auch irgendwie ganz normal behandelt werden und nicht anders als andere. Und dann spielt sich das eigentlich ganz gut ein. Da haben wir jetzt relativ gute Erfahrungen mitgemacht. Das hatten wir vorher natürlich lange diskutiert, wie das funktioniert. Also dieser Mix zwischen den Hierarchieebenen klappt echt erstaunlich gut. Und bei der Lernreise, da wird aber nicht hierarchieübergreifend eingeteilt, sondern da geht ihr nach Hierarchie und wer war da nochmal die Zielgruppe? Ich glaube, das hatte ich irgendwie verpasst am Anfang. Das waren Führungskräfte und die Teamkoordinatoren. Also das ist auch schon ein bisschen, gilt für beides ein bisschen, weil wir da Überschneidungen auch haben mit Abstimmungen in dem Zusammenhang. Also das gilt auch für beide mittlerweile, dass die sich da damit das Zusammenspiel gut funktioniert. Ja, genau. Okay, danke. Genau. Toke, wollen wir so ein bisschen auf eure Fragen nochmal gehen, weil wir haben noch 6 Minuten, sehe ich gerade. Genau, Zeit ist knapp. Ja, vielleicht nochmal ein Satz so zu dem Thema Widerstände, weil das ja sehr gefragt war und letztendlich auch so das Hauptthema ist. Also das ist tatsächlich so, wie gesagt, das Hierarchieübergreifende klappt ganz gut. Dieses Thema, wir geben Rahmen und ihr bucht euch ein, das hat am Anfang ziemlich geknirscht, weil, also muss man natürlich auch sagen, wir haben natürlich auch eine gewisse Serviceerwartung der Führungskräfte, gerade auch auf oberen Ebenen sind das natürlich auch alle gewohnt, dass dann Personalbereich und Personalentwicklung da auch einen guten Service leistet. Und das ist so ein spannender Punkt, wo wir sagen, das machen wir immer noch, wir bieten euch einen Rahmen, aber sowas wie Einbuchung könnt ihr auch mal selber machen und überlegen, wer wann wie teilnimmt. Das hat am Anfang natürlich rumort, aber das spielt sich nach und nach eigentlich ganz gut ein. Und wir haben natürlich zwischendrin auch die ganzen Themen so von Buchung, Umbuchung. Also letztendlich sind wir immer wieder bei diesem Thema, was ist die Erwartung an uns und wie viel geben wir dann an die Führungskräfte ab? Und das ist schon so ein Punkt, der uns wirklich täglich beschäftigt.
wo ich mal sagen würde, da gibt es auch immer mal dann kritische Punkte, die einmal ein bisschen rumzieht, wo man denkt, so, boah, da dachten wir sind irgendwie weiter zum Thema Eigenverantwortung, aber kennt ihr alle, das sind, glaube ich, so die üblichen Wellen des Aneinandergewöhnens. Und für uns ist immer wichtig, wo wir uns auch immer reflektieren, ist, wie stark machen wir den Grad der Eigenverantwortung? Und da sind wir zum Teil auch zurückgerudert. Wir haben am Anfang überlegt, ob wir Development Center verbindlich machen, weil das ja immer die Frage ist, wenn man es nur optional macht, dann machen es natürlich diejenigen, die am meisten an Reflexion interessiert sind und andere vielleicht weniger. Auf der anderen Seite, bei sowas Reflektorischem jemanden sozusagen zu zwingen, ist auch schwierig. Und das ist so das tägliche Doing, da eine Balance zu finden. Und diese Development Center haben wir jetzt als optionales Angebot zum Beispiel gemacht. Und diese Feedback-Phase, wo man sich Feedback einholt als verbindliche. Und das ist für uns so ein ganz spannender Punkt, immer wieder auszutarieren, wie viel Eigenverantwortung geben wir rein und wie viel noch sozusagen mit Struktur. So, da kommt schon wieder einiges. Oh, die Claudia hat sich gerade gemeldet. Vielleicht kann sie gleich sich... Ich hatte die Frage im Chat gestellt. Ich wollte einfach nochmal ergänzen, vielleicht jetzt Widerstand nicht so unbedingt bezogen auf den Prozess, sondern vielleicht auch inhaltlich. Also ich weiß nicht, wie eure Praxis ist, aber manchmal hat man ja auch mit Mikromanagern zu tun oder Kollegen, die halt andere nicht so gerne und so viel entwickeln wollen neben sich. Und wie geht ihr mit solchen inhaltlichen Schwierigkeiten oder Themen um, wie zum Beispiel, dass denn auch keine sehr ausgeprägte Selbstreflexion praktiziert wird? Oder habt ihr eure Führungskräfte alle so gut eingeschworen und ausgesucht, dass ihr da keine Themen habt? Also Themen haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber auch einen relativ guten Stand. Also ich glaube, der größte Hebel ist auch aus dem Top-Management, dass wir da sehr klare Haltung haben, dass das erwartet wird. Und das auch wirklich glaubhaft und authentisch. Und das ist schon mal so mit der größte Hebel. Und dann zieht sich das natürlich durch. Und natürlich gibt es Baustellen, wo wir dann natürlich auch nur begrenzten Einfluss haben, weil letztendlich die Verantwortung da auch bei den Führungskräften liegt. Und das versuchen wir immer mehr zu etablieren und zu sagen, so Leute, wenn es irgendwo nicht läuft, dann schreit nicht nach der PE, wir können das nicht lösen, sondern da sind dann natürlich die Führungsebenen dran, das genau sicherzustellen. So, natürlich haben wir da Baustellen und auch hier bei den Leadership Labs am Anfang, da hatten wir auch inhaltlichen Widerstand, dass sie gesagt haben, wir denken, wir lernen hier was zur Führung und jetzt kommt ihr uns dann nur mit Selbstreflexion, kommt da noch was? Und das sind dann schon Diskussionen, die man führt, aber dann auch irgendwie aushalten muss, also die uns auch dann beschäftigt haben, aber wo wir dann auch die Rückendeckung haben, zu sagen, wenn da mal eine Gruppe moppert am Anfang, dann ist das so. Und dann braucht man da ein bisschen langen Atem und zum Glück klappt das gut. Wir haben auch gute TrainerInnen, die das dann super gestalten, sodass eigentlich spätestens beim zweiten Lab eigentlich der Mehrwert sehr gut gesehen wird. Gleich noch eine. Christine? Ich sehe nur den halben Namen. Christine, ja. Genau. Ich habe noch die Frage, haben die Führungskräfte denn Lernen auch als Ziel? Also in ihrer Zielvereinbarung ist da was enthalten? Weil das ist ja oft das, so was ich erlebe, dass halt diese fachlichen Ziele und die Bereichsziele ganz, ganz hoch gesetzt werden, aber Lernen als Zielsetzung bei den Führungskräften jetzt nicht unbedingt mit drin ist und dann alle anderen Ziele natürlich vorgehen im Sinne von Bonus, Zielerreichung und solchen Themen. Deswegen würde es mich interessieren, ob ihr da auch irgendwas verbindlich habt oder das aufgegriffen wurde. Genau, das haben wir über das Führungsbild, dadurch, dass das in den mitarbeitenden Gesprächen drin ist. Also das ist direkt, was wir eben gesehen haben aus dem Führungsbild, ist direkt ein Kriterium, wozu man dann wirklich einmal im Jahr auch die Bewertung der Führungsfähigkeit bekommt. Also dass dann explizit Kriterium Mitarbeitendenentwicklung, was von der nächsthöheren Führungskraft bewertet wird. Ah, okay. Und da gibt es auch Zielwerte oder wie messt ihr das? Also das ist dann praktisch die Bewertung von der nächsthöheren Führungskraft und den Mitarbeitenden oder? Das ist nur von der Führungskraft. Mhm. Okay. Genau. Danke. So, Ralf, du guckst schon wieder auf die Uhr, ne? Ja, ein bisschen, aber ich sehe schon, dass ihr geschrieben ist. Seht ihr, wird geschrieben. Ich finde das toll, dass ihr schon aktiv geworden seid und ihr seht ja auch die Fragen. Ich glaube, die sprechen auch ein bisschen für sich und vielleicht so, weil hier sind noch ein paar Fragen, die wir vielleicht noch ein bisschen mitnehmen können, im Chat auch, aber
wenn ihr so ein bisschen mal da drauf guckt und die Fragen seht, wäre für uns total spannend, wie ihr dazu steht, welche eure Erfahrungen sind. Ich glaube, das ist auch das, was ist. Und vielleicht, was man so ein bisschen ausblicken könnte, weil viel kam jetzt auch, das wäre noch spannend zu sehen, so nächste Woche ist das Corporate Learning Camp Token, da könnten wir im Nachgang nochmal überlegen, ob wir gegebenenfalls da nochmal eine Session dazu anbieten, gegebenenfalls so eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, das wäre nochmal ein Mehrwert auch fürs Camp. Ne? Ich sehe Daumen hoch jetzt auch von Karl-Heinz. Ja, so. Also wenn es passt, da können wir vielleicht im Nachgang nochmal drüber legen und überlegen, ob wir da nochmal in den Austausch gehen könnten und vielleicht auch mit Nachklapp dazu, was vielleicht noch für uns interessant wäre. Das. Genau, das lassen wir mal überlegen. Auch hier die ganzen Fragen nochmal durchgehen. Genau. Wie gesagt, Kompass können wir nochmal ein Angebot machen. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, wir freuen uns, wenn ihr nochmal asynchron hier weitermacht. Seht ihr oben hier die Skalen, wo ihr euch mal positionieren könnt, wo wir mal beispielhaft hier WeLead angegeben haben. Also wie stark ist denn Eigenverantwortung schon etabliert und umgesetzt? Und natürlich die entsprechenden Fragen. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch in dieser Woche dann nochmal Kommentare dazu schreiben können. Genau, kann ja so einiges machen, an Fragen. Ja, genau, ich glaube, vielleicht ist es ganz gut, wenn man das Konzeptboard für sich so über den Tag offen hat. Vielleicht fällt einem noch was ein als Impuls und schreibt es dazu. Und wir gucken vielleicht in der Woche natürlich, gucken wir nochmal drüber. Toke, wir sehen uns ja auch morgen, übermorgen beispielsweise, oder am gleichen Ort ja sind. Ja, und können dann nochmal unsere Ergänzungen dann dazugeben, vielleicht, wo so Fragen sind. Ja, und ja, genau. Dann lebt das Ganze vielleicht auch über die Woche hinweg, wenn das so für alle passt. Das sehe ich nicken. Daumen hoch, sehr schön. Na? Ja, so schnell sind 30 Minuten um, so als Impuls. Und ich glaube, das hat so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, oder hoffen wir zumindest, dass es auch bei euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat und euch so ein bisschen, ja, ein bisschen mit hineingenommen hat auf die Schnelle, wie wir mit Führungskräften im Bereich Lernen arbeiten, wie so ticken, wo unser Weg dahin geht. Wir sind auf dem Weg durch die Programme und der Weg geht weiter. Morgen sehen wir uns mal genau unser Lernökosystem an. Also von daher schon morgen früh, ein bisschen früher, um 8:30 für die Early Birds unter uns. Ja, da freue ich mich dann auch schon wieder drauf auf den Austausch. Und wie gesagt, wahrscheinlich werden wir nächste Woche noch ein Angebot bestimmt haben zum Corporate Learning Camp, das wir da hybrid anbieten können.